Hallo Mitspieler, mein Name ist Lowriot und ich begrüße euch zur 13. Episode der zweiten Staffel dieses Imperium Let's Plays. Ja, zuallererst in eigener Sache eine Geschichte, die vielleicht in 2 Monaten, in 2 Jahren nicht mehr ganz so wichtig ist, aber mir ist es jetzt im Moment wichtig. Ich möchte mich bei all meinen Abonnenten bedanken, denn ich habe gestern die 500er-Marke genommen. Das heißt, mein Kanal hat jetzt 500 Abonnenten. Und ihr seid daran schuld und deswegen möchte ich mich bei euch bedanken. Hätte ich nicht gedacht, hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, hätte ich den Kopf geschüttelt. Wie auch immer. Freut mich sehr, finde ich richtig super, finde ich richtig klasse. Das ist eine schöne Motivation, weiterzumachen. Ja, und was anderes hier auf dem Server, treiben sich auch insgesamt 18 Leute rum. Nicht jetzt in diesem Moment, jetzt sind wir bloß 4. Aber generell konnte ich sehen an der Serversteuerung, dass sich insgesamt 18 Leute hier haben auf dem Planeten fallen lassen. Müsste ja demnach auch 18 verschiedene Stationen, Bases und mehrere Raumschiffe geben, die ich so gesehen noch nicht gesehen habe und nicht vorgeführt habe, weil ich ja gar nicht weiß, wo sie sind. Deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, F4 drücken und bei dieser Fraktion DLR bewerben. Ich nehme jeden auf, da müsst ihr nichts für zahlen, das ist völlig umsonst, das ist völlig okay. Ihr habt den Vorteil, ihr seht, wo die anderen sind, man kann sich leichter treffen, man kann sich mal eine andere Station ansehen, die man dann praktisch auf der Map sieht. Ja, und mir fällt dann halt eben auch leichter, wenn ich mal wieder plane, sozusagen eine Tour über den Planeten zu machen, dass ich sehe, wo ihr seid. Und zwar nicht nur hier ist ein Bodengleiter, sondern auch auf den anderen Planeten. Dass ich dann halt eben weiß, wo ich hinfliegen muss und dann hier halt nicht, ja, ich sag mal, im Blindflug über den Planeten rüberfliege, um die Basen zu finden. Und was auch wichtig ist, also was auch eine coole Sache ist, ob es nun wichtig ist oder nicht, benennt eure Sachen. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr P drückt, ob ihr nun in eurem Raumschiff seid, ob ihr auf eurer Basis seid und gebt hier unten einen Namen ein. Ganz wichtig, das hat der Gary rausgefunden, hat er mir den Kopf gewaschen, wenn man hier was eingegeben hat, man muss Return, man muss Enter drücken, damit es übernommen wird und damit es auf der Karte auch angezeigt wird. Und zwar, ups. Warum wird der Sauerstoffgenerator noch angezeigt? Den hatte ich doch eigentlich rausgenommen. Das hatte ich einfach verboten. So, wo ist denn jetzt meine Basis? Da, Dalo HQ. Mein kleines Raumschiff hat keinen Namen. Der Beluga sollte einen anderen Namen und der Flobus. Dieses kleine Raumschiff, was hier noch ohne Namen ist, das hatte ja auch eine ganz spezielle Bewandtnis. Folgendes ist passiert in den letzten Tagen. Und zwar, ich gehe mal ein bisschen nach oben. Ein kleines bisschen hier oben auf den Ausguck, auf meine kleine Landeplattform. Und zwar hatte sich jemand dort, wo jetzt diese Mulden sind, eine Basis gebaut. Sehr schön, finde ich super, wenn jemand hier was baut. Bloß das war ein bisschen nah. Das müsste an und für sich auch vom Server ausgeschlossen sein. Ich glaube, da gibt es einen Sicherheitsabstand von 200 Metern, hatte ich eingestellt. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Und das hatte folgende Auswirkungen. Ich konnte hier an meiner Basis nichts mehr bauen. Ich konnte nichts mehr verändern. Ich konnte nichts einreißen. Ich konnte, ja, keine Panels aufhängen, ich konnte keine neuen Glühbirnen einschrauben, falls meine kaputt war. Als wenn sowas passieren würde. Ja, das war ein bisschen doof. Also das Einzige, was ich machen konnte, muss ich mal ein klein wenig rumrennen hier. Ich hätte Dinge verändern können, und zwar ab hier. Ich nehme mal einen Klotz, um das zu verdeutlichen. Hätte ich wieder was bauen können. Hier hätte er mir den Block in Rot angezeigt. Hier hätte ich nichts mehr hinbauen können. Aber ab hier. Und das ist nicht okay, denn ich habe hier noch ein bisschen was vor. Ich wollte hier links nebenan, wollte ich noch eine Besucherplattform hinbauen. Gut, auf die könnte ich auch verzichten, aber man findet immer irgendeine Ecke, irgendwas, was man machen will. Und wenn man noch nicht mal in der eigenen Station die Textur verändern kann, das ist schon ziemlich blöd. Also musste ich diesenjenigen, ja, irgendwie erreichen. Ich habe da, ja, 1-2 Tage gewartet, habe ihn nie angetroffen. Ich war selber auch nicht 24/7, also nicht rund um die Uhr hier auf dem Server. Ja, was mache ich? Da habe ich hier diese kleine Raumschiff gebaut mit unheimlich viel Strom. Ach, das kann ich jetzt eigentlich auch alles wieder rausnehmen. Weil dieses Raumschiff hat ja seinen Job getan. Nun, warum klicke ich eigentlich nicht den Pfeil hier oben? Geht doch viel schneller. Und alle, ich glaube 5 Tanks, 4 Tanks. Da ist noch einer. Gut, und den lasse ich drin. Gut, da habe ich dann, wie gesagt, hier diese Raumschiff gemount. Das schalte ich mal an. Mit einer kleinen Nachricht.
Hallo Nachbar, schön, was du hier gebaut hast, aber leider zu nah an meiner Basis. Ich kann an meiner Basis nichts mehr verändern, weder hinzubauen noch entfernen, weil du zu nah an mir dran bist. Ich muss dich leider bitten, umzuziehen. Es sollte reichen, wenn du den Kern deiner Basis zerstörst. Konntest du nicht wissen? Dumm gelaufen, sorry. Ja, und diese Nachricht ist dann auch angekommen. An dem Tag, an dem er das gelesen hat, bin ich auch selber auf dem Server gekommen. Das heißt, wir haben uns getroffen. Alle Dude, bin nicht böse, kann passieren. Alles geregelt. Wir haben hier eine andere Base gegeben, die verlassen ist. Also verlassen insofern, dass die ehemaligen Besitzer den Planeten gewechselt haben. Und da logiert er nun. Namen will ich nicht nennen. Geht ja nicht darum, hier jemanden klein zu machen oder so weiter. Die Situation ist geklärt. Bloß so für euch in der Zukunft, macht ein bisschen Abstand. Selbst wenn ihr mit irgendeinem guten Kumpel oder so zusammen irgendwo auf dem Planeten kommt und sagt, ey, wir bauen uns nebeneinander eine fette Station. Das Programm ist noch ein bisschen buggy. Ich weiß nicht, ob es ein Bug oder ob es ein Feature ist. Im Grunde müsste es ja ein Feature sein, weil letztlich will man ja auch nicht, dass die Leute so nah einem auf die Pelle rücken. Wobei, wenn beide in derselben Fraktion sind, dürfte das nicht ausmachen. Aber wir haben auch mit der Fraktion gespielt, hatte keine Auswirkungen. Ging nicht. Whatever. Gut, genug Salm vorneweg. Was habe ich heute vor? Ihr seht es recht schon. Als Aufgabe habe ich mir ausgedacht, wir gehen mal ein bisschen dunklerer Hintergrund, da unterm Kompass. Und zwar würde ich gerne Golems jagen, um einen Auftrag zu erfüllen. Ich drücke mal F1, die Einzelspielermission. Und das hier hatte ich ja eigentlich so gut wie alles erledigt. Das hier ist noch offen. Ich glaube, Not Afraid of the Dark. Night Raptor, Plant Monster, Human mit Alien Insect. Kann man auch machen. Die habe ich aber alle schon nebenbei irgendwann irgendwie mal erledigt. Die sind mir alle schon über den Weg gelaufen und haben es nicht geschafft am Ende. Ja, wir machen mal weiter mit Elemental Enemy. Und dazu müssten wir nach Omikron. Ich checke mal, habe ich hier noch zu essen dabei? 12 Dosen dürfte reichen. Den packen wir wieder da rein, weil wir das so gerne haben. Ja, und dann steige ich doch mal hier in ihn hier ein. Ich überlege gerade, soll ich den noch umbenennen? Weil das ist jetzt nicht so wichtig, kann ich auch noch später machen. So. Mein Beluga hat einen neuen Namen bekommen und zwar ist es ab jetzt die Black Star. Fällt mir nicht so groß geschrieben? Nee, fällt mir eigentlich nicht. Das ist unnötig. Black, zack. Black Star. Noch ein Dalo davor, damit die Leute wissen, von wem. Reicht das? Na, oh. Freizeichen. Ja, reicht. Cool. Zack. Enter drücken, damit es übernimmt. Hier der Cursor verschwindet. Und ich schalte zum Mann und wird rausgeschmissen, weil ich genau auf der Tür stand. Na, nice. Ja, als kleine Kennung habe ich hier oben auch Displays aufgehangen. Ja. Nun könnte man mir nachsagen, dass ich da ein bisschen zu nah an der Darkstar dran bin. Wer diesen Film, ich glaube von 68 von John Carpenter, ich glaube sein erster Film war da drauf, da war noch Filmstudent, gemacht hat. Aber das ist auch nicht weit entfernt, denn ich habe letztlich mit dem Gedanken angefangen, die Darkstar nachzubauen. Bin dann an meine Grenzen gestoßen und habe gesagt, ach komm, scheiß drauf, baue ich mein eigenes Ding. Das Ding heißt jetzt Blackstar und fertig ist es. So. Wir steigen ein. Ich habe auch mein kleines Raumschiff dabei, den Flo. Den musste ich auch ein bisschen verändern. Dem habe ich so ein paar Schuhe verpasst. Sieht völlig albern aus, das weiß ich auch. Ist nicht lackiert. Das ist einfach so ein bisschen rangefriemelt, weil, wie soll ich es erklären, dieses Schiff hat ja unten drunter diese kleinen Platten hier. Muss ich mir nochmal einen Stein nehmen, um euch das zu zeigen. Falls ihr das nicht versteht, der ein oder andere, kann man diese hier einfach Wand genannt. Ups. Ja, wird ja nicht angezeigt, weil hier im Raumschiff kann ich nicht bauen. Gib mir nochmal ihn. Dann machen wir das halt mit Stahlblöcken, um das zu verdeutlichen. Ja, damit. Und zwar so. Das ist jetzt ein bisschen größer. Wenn man dann hier rangeht, dann wird es ein bisschen kleiner. So habe ich praktisch einen kompletten Unterbodenschutz unter mein Raumschiff geknallt, unter diesen Floh. Und das hatte auch dann diesen Schwebeeffekt. Nun dachte ich mir, na gut, dann nimmst du ein paar von diesen Platten raus und machst dann hier diese Andockplatten ran, damit man ans große Schiff andocken kann. Hat nicht funktioniert. Da ist anscheinend irgendein magnetischer Abstoßeffekt irgendwie am Machen. Ich musste zwei Füße drunter bauen. Sieht super albern aus. Ihr könnt mich deswegen auslachen. Ich finde das auch nicht so schick. Ich glaube, ich muss mir hier
auch ein anderes Schiff mal irgendwie bauen oder die Platten unten wegnehmen, weiß ich noch nicht. Bin ich auch noch so in der Entscheidungsfindung. Hier fehlt auch ein Block und das schon ziemlich, ziemlich lange. Aber dazu brauchst du jetzt die kleinen Blocks und die habe ich jetzt nicht auf Tasche. Egal, lass ich drinnen. Das ist jetzt hier, sagen wir mal, falls ihr das nicht sehen könnt, das ist jetzt eine Stufe, da kann ich schon raufsteigen, um in mein Cockpit zu kommen. Gut, auf jeden Fall, das können wir mitnehmen, das Schiff. Das wird jetzt, wenn man das nicht macht, wenn man jetzt das Schiff hier einfach bloß reinstellt, ohne diese Andockplatten, und dann mit dem großen Schiff abhebt, dann wird dieses Schiff durch den Boden ja, fallen und wahrscheinlich dann unten auf der Landeplattform liegen bleiben. Das wollen wir nicht, ich will es ja mitnehmen, um eventuell auf anderen Planeten beweglich zu sein. Weil ich möchte mit diesem Schiff möglicherweise nur bis in den Orbit fliegen. Ja, beenden wir den Satz einfach mal so. In den Orbit fliegen. Hab auch ein bisschen Zeug mitgenommen, falls irgendwas passiert. Ich glaube, wir sind ganz gut ausgestattet. Ja, ich habe noch die Samen dabei. Das hatte ich auch immer wieder rausgeschoben. Jetzt mache ich es mal. Und zwar, ich pflanze hier hinten. Tomaten, Kürbis. Ach, jetzt habe ich bloß drei von jedem dabei. Na, ich kenne ja mein Schiff anscheinend. Dann sind es erstmal nur drei. Muss ich später nochmal nachlegen. So, dann gibt es hier Tomate. Und hier hinten Durian. Kein Problem. So, und ihr könnt dann erstmal wachsen. Warum habt ihr eigentlich kein Licht? Weil ich es ausgeschaltet habe. Was, Pflanzenlichter gehen auch aus, wenn ich den generellen Lichtschalter umlege? Na, das ist ja doof. Ich hatte gedacht, das wäre getrennt. Das ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Nicht so schön. Gut. Was ist los? Wir möchten, müssten nach Omikron. Wie sieht es dann aus mit den Pentaxidkristallen? Bei der letzten Tour, als ich unterwegs war, habe ich hier diese 11 Stück verbraucht und ich habe jetzt noch 14, so wie es aussieht. Bloß das ist ja nicht dieselbe Tour wie beim letzten Mal. Das heißt also, es wäre nicht falsch, wenn wir zwischendurch möglicherweise nochmal irgendwo einkehren, um ein paar blaue Kristalle aufzusammeln. Obwohl ich. Entschuldigt. Hatte ich nicht noch irgendwo welche? Das hier ganz oben ist meine Pentaxidkiste. Da habe ich noch 5. Schwupp. Okay, das dürfte reichen. Ansonsten, ich werde da zwischendurch mal reingucken. Müssen wir vorher nochmal irgendwo einkehren, eventuell eine neue besorgen. Gut, ansonsten, ich habe ein paar Batterienzellen dabei, ein bisschen Promethium, Munition habe ich genug dabei, ich habe zu essen dabei. Hier von den Lampen könnte ich ein bisschen mehr dabei haben, aber ich will ja nicht schürfen. Und ich glaube, 10 Lampen habe ich da hinten noch in irgendeiner Kiste verstaut. Ja, Omikron it is. Dann haben wir die Außenansicht. Und dann geben wir Gas. Auch sehr süß die Schrift. Natürlich mal Buch sparen können. Bloß größer kann ich sie nicht machen. Also größter Schriftgrad sind 50 und das ist 50. Hey, was ist denn das jetzt? Ein bisschen hier rumpelt, lag da irgendwo ein Stein oder so. Sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein böser Strudel irgendwie. Entfernung zum Orbit 403 Meter. Wir bewegen uns ja nicht. Was ist denn das jetzt? Hallo? Moment, irgendwas stimmt nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Pass auf, richte dich mal aus. Links, rechts, runter, hoch. Sind wir hier irgendwie an der Barriere oder so dran? Dass ich mich nicht bewegen kann. Das scheint mir so, als wenn ich an irgendeiner Polkappe festhänge hier. So, jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Entfernung zum Orbit wird kleiner rechts, sieht man nicht. Ich habe über Teamspeak gehört, dass im Orbit jetzt hier noch ein zweites großes Schiff gebaut wird. Also wir hatten ja, war das Omikron? Im Omikron-Orbit, da hat der Pehero ein Riesenschiff angefangen. Hier ist jetzt der Samurai dabei, ein fettes Schiff zu bauen, aber man sieht es nicht im Scanner. Deswegen werde ich mir jetzt sparen, hier auf die Suche zu gehen, weil das
ja eine ganze Menge Energie kostet, hier dieses Schiff zu bewegen. So, Omikron, Ziel erfassen, raus, da muss ich das wieder anstellen. So, und rechts sehen wir den kleinen Pfeil und da richten wir uns drauf aus. So, dann drücken wir K. Und K bringt uns in den Hyperraum oder macht einen Warpsprung, wie auch immer. What? Moment, wir sind immer noch in Akua. Nochmal. Omikron, Ziel erfassen. Den Ziel ist geradeaus. Ich gebe Gas und ich drücke K. Immer noch in Akua. Was mache ich falsch? Muss ich auf dem Gas bleiben? What? What? Okay, jetzt zum Fahren Omikron oder Omikron Orbit. Naja, das kann ich nur als Bug kommentieren. Ja, Omikron waren wir auch schon gewesen. Ich glaube, hier kann ich dann noch im Orbit stehen bleiben und mit dem kleinen Schiff runterfliegen. Wobei, was ist das jetzt? Ach, das wird jetzt Peheros Schiff sein? Oder das Grundgerüst für das neue Schiff, was er sich da bauen möchte? Fliegen wir hin. Können wir nochmal zeigen für die, die es verpasst haben. Riesending. Und die Frage ist, ob das irgendwann mal fertig wird. Oder generell weitergebaut wird. Schiff im Weg. Schwer etwas zu erkennen. Das ist jetzt die Unterseite, nehme ich an. So, wir gehen mal längsseits. Schmeißen den Anker. Ein bisschen gerade machen, auch wenn es nicht wichtig ist. Bitte ausmachen. Und die Düsen gehen Tatsache aus. Da gab es einen Patch und der scheint Tatsache zu funktionieren. Weil sonst sind die Düsen ja mal angeblieben. Oh. Bumm, umgefallen. Oh. Laut Helmchen. Wir machen ein Jetpack an und müssten uns doch dann eigentlich auch. Ach so, Schiff ist ja aus. Dann. Ja, Schiff aus, dann gibt es hier auch keine Anziehungskraft. Das heißt, ich muss das Schiff wieder anmachen. Ach so, dazu muss ich auf. Dazu muss ich das Schiff angucken oder drauf stehen. Ja, dann ist ja der doch Blödsinn, was ich gesagt habe. Zack, jetzt mache ich den Jetpack an. Weil. Die Schubdüsen sind ja an und verbraten hier meinen teuersten Kraftstoff. Einfach so. Das heißt, kommt wieder die Nummer. Okay, das werde ich zum nächsten Mal, das werde ich alle dann in eine Gruppe packen, damit ich mich hier nicht sechsmal durchklicken muss. Also, S-Wart Ruhe. Brauchen wir hier mit Taschenlampe? Sind wir hier bei Alien oder irgendwie so? Oder bei Event Horizon? Eigentlich nicht. So, dann wollen wir hoffen, dass die Decke auch aufgeht, weil die hat auch manchmal so ein klein bisschen. Das war das Abdockgeräusch, die ist auch teilweise ein bisschen buggy, wollte ich sagen. Also jetzt das Hangar-Ding ins A hört sich gut an. Sehr gut, geht doch wieder zu. Gut, und dann gucken wir, wo Omikron ist. Das ist, sieht eher so aus wie der Mond. Da. Ich glaube, ich fliege mal zu diesem Kometenstrudel da hinten hin. Einfach weil ich neugierig bin. Mich ja schon ein paar Mal gefragt, was ist das für eine Ansammlung von Gesteinen, ne? Ach, und diesen lächerlichen Stuhl da auf meiner Tragfläche links habe ich ja auch noch nicht abgemacht. Ja, habe ich mal rangebaut wegen einer Rettungsmission. Da kam jemand nicht weg, bin ich hingeflogen, musste den Stuhl aufmachen, um ihn dann dort wieder abzuholen. Ich würde gerne das Mysterium
jetzt hier lösen? Vielleicht gibt es ja hier Ressourcen in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht gibt es ja Bad Boys. Wobei, wir können ja auch mal durchladen. Klick, klack. Die Gatling. Scheint was zu sein. Na, ist das Satium? Ja, ist Satium. Das heißt, wir kriegen hier Rohstoffe. Oh. Bremse, Anker. Wen haben wir denn da, Feines? Zeig dich doch mal, bevor du schießt. Shipyard. Ja, gegen die Sonne. Super, klasse. Schießt ihr? Scheint nicht zu schießen. Da ist noch was. Ich vermute ein weiterer Ressourcen-Asteroid. Mal ganz vorsichtig. So, ein Riesending. Ist das da ein Geschütz da unten? Sieht aus wie irgendwas, was Bumm macht. Wenn man Pech hat. Hier sind. Das sind ja auch Geschütze oder so. Offline. Hier sind ein Haufen Geschütze. Mal Licht an. Bin ich angedockt? What? Jetpack. An dem Ding rumfingern. Ich hätte doch ja nochmal irgendeinen Eingang oder so. Ich glaube, auf der Ebene des Torsos haben wir kein Glück. Was haben wir denn hier? Sieht auch alles massiv aus. Hier ist ein Schiff am Weg. Ein schönes kleines. Da. Da ist eine Tür. Drücke F, um Automatiktür 1 zu öffnen. Das heißt, Klick. Ihr könntet anmachen. Hier sind überall. Also nicht überall, aber ich sehe, da sind Dellen. Hier ist verdellt. Das heißt, irgendjemand hat hier auch schon rumgeballert. Das sieht auch ein kleines bisschen aus, als wenn das hier vielleicht eine Decke fehlt oder so weit. Naja, gut. Sieht interessant aus und wir machen eine kleine Pause. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr selber Bock habt, hier auf dem Server zu kommen, findet ihr unter dem Video die Zugangsdaten. IP, Name, Passwort und so weiter und so fort. Beziehungsweise ihr findet dort einen Link, der euch auf meinen Kanal Info bringt von der, also auf dieser YouTube-Seite. Whatever. Gut, ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.